Hallo, ich bin die Sandra von Pferdeinsider.com und ich möchte heute mal das Thema behandeln, weil ich das immer wieder gefragt werde, bin ich vielleicht zu schwer für mein Pferd? Das Gewicht des Reiters ist natürlich schon eine gewisse, wie soll ich sagen, Belastung für den Pferderücken. Pferderücken sind ja generell eigentlich nicht dafür gemacht, dass da Reiter drauf sitzen. Das Pferd ist auch nicht als Reittier erfunden worden. Es war einfach ein ganz normales Fluchttier und Bewegungstier. Und irgendwann kam der Mensch auf die glorreiche Idee, sich auf dieses Pferd zu setzen. Aber genauso gut könnte man jetzt auch Kühe oder Tiger oder was weiß ich was reiten. Das Pferd hat nur den Vorteil, dass es halt sehr intelligent ist und normalerweise auch relativ laufwillig. Ich habe jetzt mal ein Exemplar mitgebracht, den Eldier nämlich. Der jetzt gerade nicht so videogen ist, aber egal. Der Eldier, der hat zum Beispiel jetzt bei, also hier relativ dicke Gelenke. Also wir sehen, der ist relativ stabil vom Fundament, sagt man. Ja, also er hat wirklich, also auf seine Körpergröße gesehen, relativ dicke Gelenke. Und das ist jetzt schon mal einer der wichtigen Faktoren, wenn ich beurteile, bin ich vielleicht doch zu schwer oder nicht zu schwer für mein Pferd, ist, wie sieht das Pferd aus? Ein Pferd mit eher kurzem Rücken ist jetzt mal per se an und für sich etwas stabiler als ein Pferd mit einem sehr langen Rücken. Also lange Rücken sind ein Faktor, wo ich sage, die halten im Allgemeinen jetzt gesprochen viel Gewicht weniger gut aus wie ein Pferd, was ein bisschen einen kürzeren Rücken hat. Ja? Also das ist ein wichtiger Faktor. Der zweite wichtige Faktor ist, wie dick sind die Gelenke, also wie gut ist das Fundament des Pferdes. Ja? Hat es jetzt eher kräftige Gelenke oder ist es eher so ein bisschen schmächtig, hat eher so sehr dünne Röhrbeine und sehr dünne Gelenkchen, wie das halt zum Beispiel rassespezifisch bei Arabern oder so häufiger vorkommt. Der dritte wichtige Faktor ist natürlich, wie gut ist mein Pferd bemuskelt generell, ja, beziehungsweise nicht nur bemuskelt, sondern tatsächlich auch in Balance. Ein Pferd, was rittig ist, ein Pferd, das sich gut balancieren kann, ein Pferd, das sich vielleicht sogar schon ein bisschen versammeln kann, ist natürlich von der Belastungsfähigkeit viel höher anzusiedeln wie ein junges Pferd, das über wenig Rückenmuskulatur vielleicht verfügt, das auch gar nicht gelernt hat, mit einem Reitergewicht umzugehen und das vielleicht auch gar nicht elastisch losgelassen und im Takt noch laufen kann. Da ist natürlich das Gewicht des Reiters ein ganz wichtiger Faktor. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich auch, habe ich eine gute Besattelung für das Pferd, denn ein optimaler Baumsattel verteilt das Gewicht so gut wie möglich, ja, auf eine für das Pferd passende, aber möglichst große Fläche. Das heißt, ein gut passender Sattel, der wirklich auf Pferd und Reiter optimiert ist und einen Baum hat, verteilt einfach wirklich das Gewicht so gut wie möglich und macht dem Pferd dadurch auch das Laufen und das Tragen des Reitergewichtes einfacher. Und dann haben wir noch als letzten ganz wichtigen Punkt das Thema, wie gut reite ich? Also ich habe ja früher ganz, ganz viel Unterricht gegeben, momentan fehlt mir ein bisschen die Zeit dazu, aber habe dabei festgestellt, dass Leute, die balanciert in der Bewegung des Pferdes mitgehen, auch mal deutlich schwerer sein können, ohne dass das Pferd wirklich sich stark anstrengen muss, ohne dass es einen erhöhten Puls und Atemfrequenz aufweist, ohne dass es wirklich viel schwitzen muss. Ja? Das heißt, die Pferde mit dem balancierten Reiter sind vom absoluten Gewicht her gesehen deutlich belastbarer als Pferde, die tendenziell einen schlecht sitzenden Reiter haben, der vielleicht wirklich gegen die Bewegung sitzt und so einfach dem Pferd das Tragen des Reiters wirklich extrem erschwert. Das sind also wichtige Faktoren, wie ihr erkennen könnt, passt das Gewicht, passe ich zu meinem Pferd. Ja? Absolut gesehen sagen Wissenschaftler, dass man tatsächlich eigentlich nur vom Gewicht her idealerweise 10% des Pferdegewichtes haben sollte. Das heißt, wenn ich jetzt ein durchschnittliches Großpferd nehme mit 500 Kilo, ja, dann dürfte ich persönlich jetzt eigentlich nur 50 Kilo wiegen. Was natürlich jetzt für die meisten Leute echt ein Problem darstellt, weil sie zu schwer sind, weil die wenigsten Leute wiegen nur 50 Kilo als erwachsener Mensch. Ja? Als Kind oder Jugendlicher vielleicht, aber dann irgendwann wird man halt meistens schwerer als 50 Kilo.
Aber beachtet eben diese Faktoren und achtet immer auch auf euer Pferd. Ja. Neigt es sehr dazu zu schwitzen, atmet es sehr stark, auch wenn er nicht viele Galopps macht, sondern einfach nur hauptsächlich Schritt und Trab reitet. Ja. Achtet darauf und schaut auch den Pferdeausdruck an. Was sagt euch euer Pferd vom Gesicht her? Ist es nach dem Reiten wirklich müde und erschöpft? Braucht es vielleicht fast jedes Mal ein, zwei Tage, dass es sich von so einem Ritt oder auch einer kleinen Trainingseinheit erholt? Dann würde ich wirklich vielleicht mal einen Experten fragen, bin ich eventuell doch zu schwer für mein Pferd? Oder kann ich eben zum Beispiel an der Besattelung oder auch an meiner Trainingsphilosophie was ändern? Ich hoffe, das Thema hat ein bisschen Klarheit geschafft, ja, und hat euch eure Fragen beantwortet, die ganz regelmäßig sozusagen uns erreichen. Was uns auch wirklich freut, schickt uns eure Fragen, kommentiert die Videos, was Themen sind, die euch bewegen. Denn wir machen Videos für euch und eure Pferde, damit wirklich mehr Pferdeverständnis hoffentlich bald sich in dieser Pferde- und Reiterszene etabliert. Wir freuen uns deswegen auch, wenn ihr das Video teilt und wenn ihr einfach auch eben Kommentare auf Facebook, aber auch direkt in unserem YouTube-Kanal hinterlasst. Vielen Dank, eure Sandra von pferdeinsider.com.